Und damit ein herzliches Willkommen zu WXW Now hier live aus Frankfurt, Deutschland. Na gut, WXW habe ich als Standorte meistens Europa eingegeben. Und auch hier warten wir mit einer guten Matchcard auf, nicht der besten Matchcard, aber einer guten Matchcard, da die Topstars so ein bisschen geschont werden sollen für 16 Karat und los geht's. Und damit kommen wir auch direkt schon zum Opener-Match. Unser erstes Match ist Noam Dar. Eröffnet die Show. Und sein Gegner am heutigen Abend direkt im Opener-Match. Niemand anderes als Cedric Alexander. Ja, beide hoch fokussiert. Und direkt Flying Forearm von Cedric Alexander. Direkt zu Beginn. Und ein European Uppercut. Oh, wunderbar übergesprungen von Noam Dar, aber das hilft nicht Cedric Alexander. Cedric Alexander hier weiter in Vorwärtsbewegung. Also wenn das Match hier so weitergeht, dann... Oh, Konter von Noam Dar. Und Konter von Mr. Alexander. DDT gibt es auch noch hinterher. Und dann nimmt er ihn... Oh, sehr schön. Da muss ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist auch egal, auf jeden Fall, jetzt geht er aufs oberste Seil. Und er wartet. Wie ein Assassin aus Assassin's Creed. Man springt ein bisschen daneben. Sollte wahrscheinlich der Neckbreaker werden. Und Noam Dar, schön mit das mit dem Standing Frankensteiner. Oh, ging es nochmal mit dem Knie. Jetzt Whip in. Und Dropkick gegen's Knie. So, Noam Dar jetzt auf dem obersten Ringseil. Auch er möchte, dass Cedric Alexander aufsteht. Das hat die Konstellation hatten wir vorhin nur andersrum. Und schöner Body Splash, der vollends getroffen hat. Jetzt Noam Dar gut in Vorwärtsbewegung. Aber Cedric kommt mit einem Neckbreaker wieder zurück ins Match. Okay, der Move war ein wenig daneben. Wenn man so rum sieht, eigentlich sehr, sehr gut daneben. Was sehen wir jetzt von Noam Dar? Ein Snapmare. Aber Cedric kann gegensteuern. Ein Kick gegen den Rücken. Oh, das tut weh. Das ist gut für die Durchblutung der Stirn. Und Cedric Alexander befreit sich. Und wieder ein Flying Forearm. Ja,
Ja, schön nach vorne abgelegt. Reicht das für den Sieg? Nein, tut es nicht. Und Linesault. Normalerweise so ein typischer Move von Chris Jericho, den man auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hat. Ist, glaube ich, bei Nitro. Ja, das ging mal wieder in die Buchs. Ah, Konter von Noam da. Oh, Platzwunde bei Cedric Alexander. Und nochmal der Signature. Bringt es ihm jetzt den Sieg? Nein, tut es nicht. Und da geht es hoch und runter auf die Knie. Der Finishing Move von Cedric Alexander, der ihm den Sieg bringt. Ja, hier noch ein paar Highlights. Da sehen wir nochmal den Kickout und jetzt nochmal den Finisher. Oder auch nicht. Hier sehen wir auch nicht nochmal der Signature Move. Von Cedric. Naja. Ja, aber nicht die Entscheidung bringt. Ja, er jubelt. Jubel, Trubel, Heiterkeit und wir kommen zum Next Match. Und als nächstes kommen wir zur Tag Team Action. Das Licht flackert. Und hier haben wir ihn, Ricochet. Die haben Deppen ist. Naja, why not? Und sein Partner, er hat schon mal mit ihm zusammen ein Match bestritten, haben dieses auch gewonnen. TJ Parker. Der Mann, der auch deppen kann. Alle am Deppen heutzutage. Wer weiß, vielleicht bilden die beiden ja irgendwann mal ein Tag Team, also ein offizielles. Oder sie sind schon. Wer weiß. Und ihre Gegner am heutigen Abend. Na, wo sind sie? Die Ascension. Connor und Victor. Mal gucken, wie die beiden sich gegen die Ascension schlagen. Man wird es rausfinden. Ricochet startet gegen Connor. Connor hier direkt mit einem Backbreaker. Ricochet, der ist schnell, der Junge. Der darf das. Verdammt schnell. Oh, der Kick wurde abgefangen. Harter Backbreaker. Naja, Ripbreaker könnte man ja schon eher sagen. Jetzt gibt es den Wechsel mit Victor. Der sich einfach mal in die Ringecke gesetzt hat. Wieder so ein Front-Back-Breaker.
Breaker. Oh, wenn Ricochet nicht aufpasst, ist das nicht schneller vorbei, als er gucken kann. Nein, er kann kontern. Und zeigt einen Backdrop. Und einen wunderschönen Springboard Moonsault, der so ein bisschen sein Ziel verfehlt hat, aber das ist wurscht. Und auf wunderschöner Brainbuster. Und da kommt da der Hot Tag. Oh, da rennt Ricochet praktisch gegen eine Mauer. Okay, da fliegen sie beide auf die Nase. Und TJP kann da gerade noch so zur Seite gehen. Also Ricochet, der muss hier dringend jetzt mal wechseln mit TJ Parker. Oder einfach TJP. Ricochet kriegt gerade ziemlich die Buchse voll. Was, schöner Snap Suplex. Jetzt gibt's den Wechsel mit TJP. Und er zeigt direkt einen wunderbaren Neckbreaker. Und eine wunderbare Kopfschere. Ja, Dropkick gibt es auch noch hinterher. Ja, ein bisschen Haltegriff. Ja, Ricochet, der jubelt da draußen. Und eine Clothesline gegen TJP, die ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Snap Suplex von Victor. Schöner Spin-Kick. Ja, hier haben wir eigentlich so die klassische Konstellation Technik und High-Flying-Moves gegen pure Gewalt und Kraft natürlich. Ah, kann Victor noch den Wechsel verhindern? Und jetzt geht's auf den Arm von Victor. Ja, hat er schon gemacht. Jetzt Cover. TJP reicht es, um die Ascension zu besiegen. Es reicht. TJP und Ricochet gewinnen erneut ein Tag Team Match. Bisher sind sie auf einem sehr guten Weg, bald einen, ja, Tag Team Titelkampf zu fordern. Ich meine, warum auch nicht? Wenn sie noch ein paar Erfolge so feiern können. Man weiß ja nie. Die beiden harmonieren sehr, sehr gut. So, und mit dem Sieg von Ricochet und TJP kommen wir zum nächsten Match auf der Matchcard.